Okay, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass ich vor einiger Zeit, das ist jetzt schon über ein Jahr her, bei New Wave war, New Wave Concept, Florian Schuran, der Typ, der die ganzen Acrylaquarien fertigt. Und da habe ich mit Steffi, mit meiner Partnerin, ja so ein kleines Battle gestartet, wer von uns beiden das bessere Fotobecken designen würde. Gleichzeitig habe ich ja jetzt, als das neue Meerwasserbecken hier aufgetaucht ist, das Nereus Opus 300, habe ich ja gesagt, ich hätte gerne so ein Algenrefugium und ich habe mir da was ganz Besonderes vorgestellt. Ich habe das Becken ja sozusagen selber designt und habe dann auch Florian gesagt, du, hey, das wäre doch geil, wenn das aus Acryl wäre. Ich weiß ja, ihr habt da diese farbigen Kanten, diesen farbigen Kleber, den ihr benutzen könnt. Ich hätte das gerne in lila, passend zu der Verrohrung von dem Nereus. Könnt ihr das machen? Ja klar, kein Thema. Jetzt sind die Sachen fertig. Oder nein, sie sind fast fertig. Wir fahren jetzt dahin und bauen die Aquarien selber weiter. Tatsächlich ist New Wave seit dem letzten Besuch, seit wir das letzte Mal da waren, umgezogen. Die haben jetzt also neue Büroräume und neue Lagerräume und neue Fertigungsräume. Und deshalb zuerst, bevor wir jetzt einsteigen und ich euch zeige, wie unsere Aquarien jetzt aktuell aussehen und was wir da jetzt noch alles dran machen müssen, einmal so ein kleiner Überblick darüber, wie das bei denen aussieht und auch, was die mittlerweile alles so vielleicht an eigenen Schauaquarien da haben und was die so für Projekte einfach fahren. Aber was ist jetzt aus den Aquarien geworden? Ich möchte gar nicht zu detailliert über die Fotoaquarien reden, die wir uns jetzt ausgedacht haben. Ich zeige euch nur, was ist sozusagen meins, was ist das von Steffi. Dazu wird es aber natürlich noch ein separates Video geben, in dem wir dann natürlich auch die Fotos machen müssen, denn am Ende muss natürlich das Foto entscheiden, welches Aquarium jetzt besser geeignet ist, um darin Fotos zu machen. Aber erstmal, am Anfang steht natürlich immer eine Konzeptzeichnung bzw. eine technische Zeichnung. Wir sind also hingegangen und haben Florian beschrieben, was wir gerne hätten. Ich hatte beispielsweise genaue Vorstellungen davon, wie die Maße meines Aquariums sein sollen. Und ich hatte die Vorstellung, dass ich halt gerne vorne gerade Kanten haben möchte und hinten gerundete Kanten. Wie das beispielsweise bei den Scapers Tanks der Fall ist, nur umgedreht. Ich wollte dann gerne noch eine versetzbare, transparente Scheibe haben, die es mir ermöglicht, wenn ich Tiere fotografieren will, vor allem wenn ich Fische fotografieren will, dass ich den Fisch sozusagen für das Foto näher an die Frontscheibe bringen kann und er nicht die Möglichkeit hat, nach hinten auszuweichen. Steffi hatte für ihr Aquarium tatsächlich eine ähnliche Idee, hat sich aber einen anderen Mechanismus ausgedacht, wie sie diese Scheiben versetzen kann. Während ich noch relativ kompliziert gedacht habe und gesagt habe, okay, ich brauche Nut, ich brauche Öse, ich brauche da kleine Führungsrillen, wo ich dann diese Scheibe einsetzen kann, hat Steffi das viel pragmatischer gelöst und gesagt, okay, ich mache einfach oben die Scheibe etwas breiter und lege sie halt von oben auf den Rand des Aquariums auf. Hat natürlich den Vorteil, dass Steffi das stufenlos verstellen kann, was ich nicht kann. Steffi hat dann auch tatsächlich verschiedene Hintergrundfarben sich anfertigen lassen, also verschiedene Platten mit verschiedenen Farben, damit sie einen unterschiedlichen Hintergrund hat. Sie hat sich für eine klassische Cube-Form entschieden, auch in komplett transparent. Ich habe mich dafür entschieden, dass bei mir die Rückseite komplett weiß sein soll, auch der Boden soll komplett weiß sein und die Seiten sollen für mich translucent, also Milchglas sein, denn wenn ich dann von den Seiten da eventuell mit Blitzen arbeiten möchte, dann werden die automatisch diffundiert und ich brauche keine zusätzlichen Lichtformen auf meinen Blitzen. Wenn man jetzt seine Wünsche einigermaßen verständlich an Florian übermittelt hat, dann geht der hin und fängt an, eine technische Zeichnung von dem Aquarium anzufertigen. Und diese technische Zeichnung ist halt Grundlage für die weitere Arbeit. Und wenn das soweit alles passt und man sich einig ist und man sagt, gut, das passt soweit alles, das ist so, wie ich das haben will, dann fängt natürlich die Produktion an. Und dazu müssen zuerst einmal grob die ganzen Teile geschnitten werden, die man dafür braucht, beziehungsweise die Teile hergestellt werden. Bei meinem Aquarium war es jetzt so, ich habe eine Bodenplatte, ich habe eine Frontscheibe und ich habe theoretisch zwei Seitenwände und eine Rückwand, aber da ich ja diesen Übergang habe, werden die an einer bestimmten Stelle verschweißt, beziehungsweise es wird einfach ein längeres Stück Acryl genommen, was dann an zwei Punkten gebogen wird. Ich konnte natürlich jetzt nicht die ganze Zeit dahergehen und irgendwelche fremden Projekte filmen, die vielleicht gar nicht veröffentlicht werden dürfen, deshalb konzentrieren wir uns natürlich weiter auf unsere Aquarien. Die sind jetzt soweit erstmal fertig, das heißt, das grobe Becken steht. Und dann hat Florian gesagt, du willst die weiße Platte haben, dann klebst du sie auch selber.
Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Wir haben also selber zum Teil unser Aquarium jetzt weitergebaut. Florian hat uns dann gezeigt, wie dieser Kleber funktioniert. Das ist so ein Zwei-Komponenten-Kleber, der dann in so Flaschen umgefüllt wird, der eine exotherme Reaktion erzeugt. Das heißt, das Zeug wird warm und wird fest im Laufe der Zeit. Also er hat uns dann auch, wir haben zwei Flaschen angemixt, eine, die wir selber benutzt haben, eine haben wir einfach stehen gelassen. Und nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten, konnte man diese Flasche ernsthaft nicht mehr anfassen. So heiß war die. Und nach, ich glaube, 2 oder 3 Stunden war die dann auch komplett hart. Da konnte man dann auch nichts mehr mit machen sozusagen. Und dann war sie auch wieder kalt. Aber das ist so dieses Material. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich wollte gerne eine blaue Kante haben, weil ich mir gedacht habe, ey, die haben farbigen Kleber. Ich will jetzt gefälligst aus diesen farbigen Kleber haben. Also kleben wir jetzt die untere weiße Platte mit blauem Kleber. Und dieser Kleber ist halt, der erzeugt so eine chemische Reaktion, dass halt nicht, im Endeffekt ist das mehr wie eine Art Schweißnaht. Das ist also nicht wie das Silikon, was man am Süßwasserbecken verbaut, was halt zwei Glasplatten mit einem anderen Material zusammenhält, sondern dieser Kleber verbindet sich zum Teil wirklich mit der Oberfläche des Acryls und sorgt eher für eine Art Verschweißungseffekt. Ja, wie ich mich dabei angestellt habe, das müsst ihr jetzt selber beurteilen. Tatsächlich war das im ersten Moment gar nicht so schwierig. Man zieht halt im Endeffekt wie auch mit Silikon da so eine Naht entlang. Aber dieser Kleber ist sehr, sehr flüssig. Also das ist viel eher wie ein ganz dünnflüssiger Pudding im Vergleich zu Silikon, was ja sehr, sehr fest ist und was ja auch nicht irgendwohin verläuft oder so. Da muss man schon drauf achten. Deshalb werden nämlich auch diese einzelnen Teile, man kann das ganz gut sehen, wenn man sich die Kanten anguckt. Wir haben da nämlich auch zur Probe vorher noch verschiedene Kanten geklebt, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man mit diesem Kleber umzugehen hat. Wenn dort Kanten geklebt werden, dann ist das nie, dass zwei Flächen gerade aufeinander liegen, sondern da wird immer so eine 1 oder 2 Grad Anschrägung reingeschnitten, damit der Kleber halt auch die Chance hat, da drunter zu laufen und die beiden Teile dann eben auch komplett zu verbinden durch sich selber, durch den Kleber. Das wird zum Beispiel auch gemacht, wenn man, wie jetzt bei diesen Kanten, so eine 45-Grad-Kante schneidet und halt die beiden Seiten oder die Ecke eines Aquariums auf Stoß verklebt. Also nicht, wie man das beim typischen Aquarium kennt, dass halt zwei gerade Flächen aufeinander stehen, sondern zwei 45-Grad-Winkel treffen aufeinander und bilden halt den 90-Grad-Winkel der Ecke. Und auch da ist es so, dass diese Winkel eigentlich ein bisschen steiler sind, damit der Kleber die Chance hat, dazwischen zu laufen. Und auf diese Art und Weise natürlich auch gerade der farbige Kleber seinen Effekt hier ausleben kann. Bei diesem farbigen Kleber, das ist ja der sogenannte Voodoo-Kleber, den es hier von New Wave gibt. Und bei dem ist halt das Besondere, der leuchtet. Der leuchtet unter Blaulicht und wenn man dann das Licht komplett ausmacht, dann leuchtet der sogar so ein bisschen nach. Das ist schon einfach ziemlich cool. Klar, ist auch irgendwo kitschig, aber es ist halt auch einfach sehr, sehr cool und vor allem muss man sagen, die Jungs und Mädels von New Wave haben einfach Bock auf sehr crazy Sachen und deshalb haben die auch selber so ein bisschen damit experimentiert und eins der Showbecken, was im Büro steht, hat zum Beispiel so einen Galaxy-Effekt mit diesem Kleber eingebaut und es ist halt crazy, aber es sieht halt auch irgendwie geil aus. Was ich jetzt aber fast noch faszinierender fand, war, wie wir die Kanten bearbeitet haben. Denn gut, ich habe jetzt meine Bodenplatte da genommen und da drauf geklebt. Wir machen das jetzt sozusagen an Steffis Cube hier einmal weiter. Da wurden jetzt auch die Platten aufeinander geklebt. Jetzt ist es aber so, dass die Platten durch das Schneiden natürlich nicht absolut 100% perfekt genau die gleichen Maße haben. Das geht halt einfach nicht. Und das bedeutet, die Kanten müssen nachgearbeitet werden bei jedem Aquarium. Die werden nachgeschliffen und halt glatt geschliffen auf die gleiche Dicke gebracht. Vor allem, wenn man auch den Kleber da reinstreicht, selbst wenn man das danach sauber abzieht. Aber natürlich ist halt die Klebenaht auch von außen erkennbar und auch von außen fühlbar beispielsweise. Und das will man nicht. Man will ja eine glatte, ebene Oberfläche haben. Und das bedeutet schleifen. Und hier merkt man erstmal, was dieses Material alles mitmacht und was man damit alles machen kann. Denn man geht halt daher und nimmt sich jetzt einen großen Schleifer und schleift halt erstmal ganz grob über diese Kante. Und das machst du die erste Sekunde und du denkst sofort, ach du Scheiße, das ist ja jetzt alles völlig im Eimer. Das ist ja komplett zerkratzt. Das ist wie, als wenn du Milchglas erzeugst. Du hattest erst so eine schöne, klare Acrylscheibe, gehst mit dem Schleifer darüber, alles im Eimer. Alles zerkratzt, alles wie Milchglas. Kann ich neu machen, das wird nichts mehr.
Und Florian steht daneben und sagt, mach mal weiter, komm, das muss erstmal glatt werden. Scheiß auf die Kratzer, mach weiter, muss erstmal glatt sein. So. Okay, machst du weiter. Dann wird das Schleifpapier feiner, dann wechseln wir zwischendurch noch ein bisschen das Werkzeug und es wird immer feiner. Und am Ende hast du eine super glatte Kante aus Milchglas. Du kannst da wirklich absolut nicht mehr durchgucken. Und dann wird's spannend. Dann wird's immer, immer noch feiner. Und dann geht man irgendwann nachher und fängt an, das Ganze zu polieren. Das haben wir jetzt nicht mehr selber gemacht, weil dafür mussten andere Maschinen her, die man jetzt als Laie nicht unbedingt bedienen sollte, wenn man sowas noch nie getan hat. Das haben dann die Jungs und Mädels vor Ort gemacht. Und dann geht man mit diesem Poliertuch darüber und geht mit zwei, drei verschiedenen Polierstärken darüber. Und danach hat man ein glasklares Aquarium mit perfekt glatter Kante. Unglaublich faszinierend. Unglaublich fasziniert, dass das Material das mitmacht und dass man diesen krassen Schaden, den man da vorher angerichtet hat, als man diese Kante erstmal grob angeschliffen hat, komplett entfernen kann. Und das einfach aussieht wie der reinste Kristall überhaupt. Das ist auch wirklich ernsthaft, gerade an den Kanten, kein Vergleich zu jedem noch so gutem Weißglas. Egal wie gut deine Weißglasscheibe ist, so eine schön polierte Acrylglaskante ist immer klarer. Immer. Und dann gab es jetzt noch verschiedene Methoden, um die Kante zu veredeln, um da beispielsweise so eine leichte Rundung noch dran zu setzen oder so. Das wurde dann nicht geschliffen, sondern das wurde dann zum Teil mit einer Flamme gemacht. Also mit einem, ja, es war kein Schweißgerät, ist glaube ich eigentlich eine Art Lötgerät, aber mit offener Flamme. Und dann wird da mit dieser offenen Flamme über die Kante gegangen und dadurch bekommt die halt so eine leichte Rundung und behält halt ihre Klarheit. Also auch ganz faszinierend, vor allem wenn man auch sieht, dass das halt wirklich ernsthaft, also jedes Aquarium, was da gefertigt wird, ist halt zu 100% Handarbeit. Es gibt halt gar keine maschinellen Schritte, die dort gemacht werden, außer das grobe Zusägen der Acrylteile. Das wird halt mit einer CNC-Fräse gemacht. Aber alles andere, das Kleben, das Aufpolieren, das Kante abschleifen, das Kante veredeln, das ist zu 100% Handarbeit. Und das ist wirklich ernsthaft interessant zu sehen. Ja, und dann kam halt der Moment, wo die Aquarien fertig waren und wir haben sie in dem Moment noch nicht mitgenommen, weil die nämlich erst auch in den Ofen rein müssen. Das heißt, selbst wenn man mit allem fertig ist, mit dem Kleben und so weiter, die kommen danach noch in diese riesigen Raumöfen, die die da haben, um halt bei einer bestimmten Temperatur auszuhärten, auszubacken, dass ich auch nichts mehr verziehen kann und so. Das dauert meistens so eine Nacht. Über Nacht bleiben die dann da in diesen riesigen Öfen und dann wurden sie halt per Post rausgeschickt. Da gab es noch ein paar andere Probleme, dass die Post zum Teil die Pakete versemmelt hat und dann hat es ewig lang gedauert, bis das Ganze dann nochmal nachgesendet werden konnte. Das ist aber auch gar nicht Teil des Videos hier, sondern sie kam dann an und ich habe sie dann auch ausgepackt. Und über das Algenbecken habe ich jetzt so gar nichts erzählt, das haben wir vor Ort auch schon gesehen, das hatten die aber schon komplett fertig. Das heißt, an dem Algenrefugium habe ich selber nichts geklebt, sondern wir haben halt nur an den Fotobecken selber was geklebt, Steffi und ich. Und ja, dann kam ein riesiges Paket hier an, extremst gut gepolstert mit einer ganzen Menge Schaumstoff da drin, also faszinierend, die Katzen haben sich gefreut. Und diese Aquarien sind einfach traumhaft. Das ist so fantastisch. Und gerade wenn man eben auch diesen Vergleich hat zu vernünftigem Weißglas, was ich ja hier auch stehen habe. Ich habe meine ADA-Aquarien stehen. Ich habe hier das Emmel-Aquarium stehen. Alles sehr, sehr, sehr gute Aquarien. Und dann schaut man sich diese Kanten an und schaut sich diese Klarheit an und schaut sich dann dieses Acryl-Aquarium an und denkt so, Glas, weg. Alles Unsinn. Also wirklich ernsthaft faszinierend. Und das einzige Problem ist natürlich gerade jetzt im Vergleich zu Glas und gerade wenn es um so kleine Aquarien geht. Acryl hat halt immer eine gewisse Stärke, was natürlich einfach nicht so stabil ist wie Glas. Acrylaquarien sind immer dicker von der Glas, also von der Scheibendicke her, als Glasaquarien. Und deshalb macht es halt wenig Sinn, würde ich sagen, und das sieht man ja jetzt auch bei den kleinen Fotobecken, wenn ich jetzt in der Größe einen Mini-M aus Acryl bauen lassen würde, das hätte halt irgendwie 10 mm Glas oder so. Das sieht doof aus. Aber gerade größere Aquarien kann ich sofort verstehen, warum man da auf Acryl geht. Natürlich ist weiterhin das Problem, dass Acryl halt sehr schnell zerkratzt.
man kann das halt rauspolieren, was wir ja im Endeffekt getan haben da vor Ort, ne? Als wir die Kanten geschliffen haben, das war ja auch nichts anderes. Wir haben erst Kratzereien gemacht und sie danach wieder rauspoliert. Das geht alles und das ist eben auch eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite entstehen diese Kratzer natürlich aber auch viel, viel schneller. Deshalb ein Acrylaquarium benötigt auch eine gewisse andere Pflege. Da bietet aber New Wave auch alles für an. Die bieten halt beispielsweise Algenkratzer an aus Acrylglas. Weil Acrylglas auf Acrylglas erzeugt halt keine Kratzer, weil die Härte halt identisch ist, ne? Und die haben auch noch so Poliertücher und sowas alles, das habe ich auch alles mit dazu bekommen. Das heißt, da bekommt ihr auch das passende Zubehör, wenn ihr so ein Aquarium selber mal haben wollen würdet. Und hier kommen wir nämlich jetzt zum spannenden Teil dieses Videos. Ihr könnt, wenn ihr wollt. Denn New Wave feiert jetzt aktuell 5-jähriges Jubiläum. Und da haben sie sich dazu entschieden, 5x 1000 Euro als Gutschein rauszuhauen. Und einen dieser Gutscheine, das heißt 1000 Euro Gutschein für New Wave, kann ich heute an euch verlosen, hier in diesem Video. Das Ganze wird am Ende natürlich auf sehr individueller Basis laufen. Das heißt, es gibt jetzt auch nicht irgendwie einen Gutscheincode oder so, den ich an euch verlose und ihr den irgendwo eingeben könnt. Sondern der oder die Gewinner, Gewinnerin, schreibt mir ihre Daten. Und diese Daten trage ich dann weiter an New Wave und dann meldet ihr euch direkt bei New Wave und die wissen dann von mir, dass ihr auch diejenigen seid, die gewonnen habt. Und dann wird natürlich komplett individuell euer Aquarium gestaltet, dann werden auch solche Zeichnungen angefertigt, dann werden auch solche Gespräche stattfinden, was wollt ihr, wie könnt ihr euch das vorstellen, was kann man alles machen und ganz im Ernst, denkt euch was Verrücktes aus. Da haben die Jungs richtig Spaß dran und da werdet ihr am Ende auch richtig Spaß dran haben, wenn ihr sowas dann, also so ein absolutes Unikat dann zu Hause habt. Und was ihr dafür tun müsst, um 1000 Euro Wert hier zu bekommen für eine Bestellung bei New Wave, ist, ihr müsst New Wave Concepts auf Instagram folgen. Das ist das allererste. Und das zweite ist dann die ganzen Bedingungen, die sonst für meine Gewinnspiele immer gelten, nämlich dieses Video liken, meinen YouTube-Kanal hier abonniert haben, und natürlich unter dem Video kommentieren. Ich werde alle Gewinner auslosen hier unter dem Video in den Kommentaren. Generell ganz vorweg, weil das immer mal wieder auftaucht, wenn ihr mehrfach kommentiert, zählt nicht. Ich benutze ein Tool, was halt jeden Account nur ein einziges Mal zählt, völlig egal, wie häufig ihr Kommentare schreibt. Das heißt, das bringt euch nichts. Die Auslosung ist komplett per Zufall und die Bedingungen in dem Fall von New Wave sind andere, als sie normalerweise für meine Gewinnspiele sind, denn Lieferadresse ist völlig wurscht. New Wave liefert international in jedes Land der Welt, ist denen völlig egal. Das heißt, auch die Schweiz kann diesmal mitmachen, wo es ja sonst bei meinen Gewinnspielen eher schwierig geworden ist. Ist also völlig egal, von wo ihr kommt. Haut in die Tasten und macht mit. Denn das ist wirklich mal ein ziemlich, ziemlich geiler Preis und sowas kriegt man halt sonst echt nicht. Und so eine Acrylaquarium ist sehr teuer, denn ihr habt das jetzt gesehen, das ist quasi ausschließlich Handarbeit. Und da fließen so, so viele Arbeitsstunden rein und da fließt auch so viel Know-how und so viel eigener Entwicklungsgeist rein, weil diesen Voodoo-Kleber, den haben die sich auch selbst ausgedacht und selbst angemischt, über Monate und Jahre hinweg ausprobiert, bis er jetzt so geworden ist, wie er geworden ist. Und natürlich muss sowas alles honoriert werden und natürlich kostet sowas entsprechend Geld. Das heißt, so ein Acrylaquarium wird immer teurer sein als ein Glasaquarium, gerade in einer Sonderanfertigung. Aber mit 1000 Euro kann man da schon eine ganze Menge machen. Und deshalb freue ich mich wirklich, wirklich sehr, wenn ich einem oder eine von euch damit eine große, große Freude machen kann. Und ich wäre echt gespannt darauf, wenn ihr das Aquarium dann irgendwann habt. Markiert mich, markiert New Wave. Ich würde das wirklich gerne sehen, was ihr euch da ausgedacht habt.